Du hast ja schon voll Kraft. Aus Bärchen werden Bären. Erst klein, dann wär ich groß. Ihr kennt sie aus den Märchen, Filmen und dem Zoo. Sie toben viel und raufen. Sie streifen durch den Wald. Durch ihren dicken Pelz, nie wird es ihnen kalt. Ihr klettert rauf auf Bäume und macht doch oft mal Quatsch. Ihr futtert alles weg und badet gerne Matsch. Wir sind jetzt Bärenfans und sehen euch gern zu. Denn ihr seid unsere Stars, ihr macht uns so viel Spaß. Hey ihr Bären, schwingt die Tatzen und kommt her. Hey ihr Bären, ja ihr seid bärig drauf. Wenn ihr miteinander spielt, hey ihr Bären, sind wir in euch verliebt. Und warum die zwei kleinen Bären hier beim Waschheck gelandet sind, ist eigentlich total traurig. Guckt euch das mal an. Es ist April. Am Fuße der Karpaten schmilzt der Schnee. Der Gebirgszug zieht sich im großen Bogen von Rumänien bis nach Tschechien hin. Der Winter war lang. Förster und Jäger sind unterwegs, lesen Spuren. Jetzt können sie am leichtesten herausfinden, welche Tiere sich in ihrem Revier aufhalten. Auch seltsame Fußabdrücke sind dabei. Vielleicht einen Tag alt. Solche haben sie hier noch nie gesehen. Sie folgen ihnen bis zu einer Höhle und finden zwei hungrige Bärenkinder, die um ihr Leben schreien. Ihre Augen sind geöffnet, also werden sie gut 4 Wochen alt sein. Doch in der Kälte und ohne Nahrung können sie hier nicht überleben. Keine Frage, die Bären müssen gerettet werden. Aber wie? Einer der Männer weiß Rat. Er bringt die Jungen zu seinem Freund Waschek Kalupek in die Nähe von Pilsen. Er ist der Einzige, der weiß, was hier zu tun ist. Er hat schon viele Tierweisen aufgezogen. Die Bärenbabys haben jetzt ausnahmsweise einen Papa. Denn bei den Bären zieht eigentlich die Mutter die Kinder groß. Und sie haben eine neue, kuschelige Höhle. Bei Waschek finden sie alles, was sie brauchen. Wärme, Geborgenheit und Nahrung. Und ich darf ihm helfen, die Bärenzwillinge großzuziehen. Waschek? Waschek! Moment. Hi! Wo sind die Bären? Das machen nur voll Geräusche. So klein. Sie sind so klein. Du hast ja schon voll Kraft, kleiner Bär. Und einen richtig dicken Bauch. Ein Bärenbauch. Bist du kitzelig? Vielleicht ein bisschen, oder? Was machst du denn für Geräusche? Ich glaube, der hat Hunger. Oh ja, hast du Hunger? Mein Finger schmeckt. Was machst du da unten? Ein Malheur! Ja klar, 5 Minuten hier und gleich Bärenpipi auf dem Bein. Ja.
schick. Voll schick. Ich brauch deine Hilfe. Ich werd auch genuckelt. Oh, was schickes. Oh, mein Ohr. Ich glaube, hier hat jemand richtig Hunger. Uiuiuiuiuiui. Oh ja, der Papa. Da ist der Papa. Okay. Also man muss total aufpassen, dass sich die kleinen Bären hier nicht verschlucken. Deswegen halten wir sie auch aufrecht beim Fläschchen geben, weil sonst Milch in die Lunge kommen könnte. Und das würde richtig gefährlich werden für unsere kleinen Bären. Wir haben noch gar keinen Namen, Waschek. Paula. Paula! Oh, ja, schon schön. Aber nee. Ben? 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 Ben der Bär? Ja. Da mein Promedwede. Ben der Bär? Ja, ich finde auch. Gefällt uns beiden. Ben der Bär. Ich finde das super. Wie gefällt's dir, kleiner Bär? Ja, ich glaube, dir gefällt gerade nur die Flasche. So, okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Namen fürs Mädchen. Lilly. Oh, Lilly. Gute Idee. Lilly und Ben. Ja. Lilly? Und Ben werden mein Leben in den nächsten Monaten ordentlich auf den Kopf stellen. Die kleinen Racker werden mich in ihre Bärengeheimnisse einweihen und unser enger Kontakt wird mein Leben bereichern. Doch erst einmal ist es aus mit der Freiheit. Lilly und Ben brauchen ständig Fürsorge. Tag und Nacht. Deshalb nehmen Waschek und ich sie überall mit hin. Auf geht's zum Einkaufen. Natürlich mit Bären. Die können wir nicht einfach so zu Hause lassen. Ich glaube, solange Ben auf meinem Finger nuckeln kann, geht's ihm super, egal wo er ist. Waschek, was brauchen wir? Klopapier und Milch. Ei, ei. Ich glaube, einkaufen ist nicht besonders spannend. Super, hier ist Milch. Waschek? Oh nein. Ah, alles klar. Spezialmilchpulver. So, alles klar. Dann halt nicht. Waschek? Nicht für die Bären, für mich. Nein. Jetzt geht es weiter zum Tierarzt. Gesundheitscheck für Lilly und Ben. Ahoi, pane doktore. Ahoj. To jsou k nám hosti. Medvědi k nám často nechodí. Pojďte dál, otočíme si ho. Jede mag er nicht. Kann ich gut verstehen, Ben ist gleich vorbei. Krásně čistý. Die Krallen werden angeguckt, die Klauen hier. Wenn man sich die anguckt, die sind ja schon echt total groß. Ja? Ich möchte nicht wissen, wie die aussehen, wenn Ben ausgewachsen ist. Jetzt wirst du noch abgehört.
schreit und unser Tierarzt durchs Stethoskop hört, dann fliegen ihm die Ohren halb ab. Schreck. Oh. Okay, du bist noch ganz entspannt, gell? Du weißt jetzt nicht, was passiert. Deswegen geht's dir noch ganz prima. Oh. So, kleine Lilly, gleich ist vorbei. Jetzt müssen wir dich noch einmal schnell wiegen. Das tut auch nicht weh. Ah, 3,95 Kilo. Und in den nächsten 3 Wochen wird unsere kleine Lilly hier fast doppelt so viel wiegen. Na? Ja, wenn alles gut läuft. Ja, du bist die Beste. Und jetzt kommt noch dein Bruder dran. So, Ben. Ja. Ja, mal gucken, was du wiegst, kleiner Ben. So, schön stillhalten. Und unser Ben wiegt 4,6 Kilo. Bärenjungs sind also schon von klein auf größer und schwerer als Bärenmädchen. Alles fit und gesund. Geht's nach Hause jetzt, ha? Okay, also wir mischen jetzt ein Hütchen voll mit Milchpulver mit 3 Hütchen voll mit Wasser. Und ganz wichtig ist, das Wasser darf nicht zu heiß sein. Waschek, wie oft bekommen die Bären eigentlich die Flasche? Někdy 4, někdy 6. Wow, okay, also die Bären müssen alle 4 bis 6 Stunden die Flasche bekommen und zwar auch in der Nacht, ganz schön oft. Ich denke, jetzt ist es wieder soweit und wir sollten sie... Počkej, zkusíme, jestli to není horký, podívej se. Oh, okay, ja klar, ich teste mal, ob sie nicht zu heiß ist. Ne, stačí takhle na tvář. Also, schade. Bäuerchen? Da. Ja, ich glaube, da kam ein ganz leises. Müffelt ein bisschen nach Käsesocke. Im Frühling leben noch viele andere Tierweisen bei Waschek. Hündin Mattler ist ebenso geduldig wie Herrchen Waschek. Egal, was Franz, der Babyfuchs, mit ihr anstellt, sie erträgt es. Jedes Frühjahr das Gleiche. Peter, der Dachs, zankt sich mit dem Gummiball. Und die Kaninchenfamilie streitet ums Fläschchen. Mattler und ihr Sohn, der junge Honsa, passen auf. Doch diese Tiere haben sie noch nie gesehen. Mattler, hodná. Hodná, Mattler. Und wie immer sind sie allen neuen Gästen gegenüber aufgeschlossen. Also, geht schon, aber so richtig groß ist das Interesse nicht. Also zumindest nicht vom Hund. Mattler, hodná. Dost. Aby ho nekoukal.
jetzt fängt sie an zu, habt ihr gehört? Jetzt hat sie geknurrt. Unser kleiner Bär hier wollte gerade, glaube ich, bei unserer Hündin trinken. Ja, und das hat dir nicht gefallen, ha? Ich glaube, wir lassen das lieber. Betty, guck mal. Schau mal ein Reh. Oh ja. Jetzt hat sie sich richtig erschrocken. Habt ihr es gesehen? Ja. Die weiß schon, dass unser Bär hier größer wird. Betty, oh du. Ich glaube, unsere Betty weiß ganz genau, dass sie in ein paar Monaten für unsere Bären hier ein echter Leckerbissen wäre. Die hat sich lieber verdrückt. Heute Nacht darf ich Bärenmama sein. Ich darf mit Lilly und Ben gemeinsam oben auf dem schönen warmen Ofen unter einer Decke schlafen. Und das finde ich auch total super, ja? Wenn da nicht ein kleines, großes Problem wäre. Guckt mal. Und damit nichts im Bett landet, kommen Sie vorher noch mal aufs Töpfchen. Und das erklärt mir Waschek jetzt. Waschek, wie macht man das? Ja? Ja? Okay, zeigst du es mir. Oh, im Tiefschlaf. Kannst du überhaupt pullern, wenn du so müde bist? Ne? Ah, okay, alles klar. Das stimuliert man jetzt ein bisschen die Blase. Das wird die Mami auch machen, die Bärenmami. Sehr gut. Super, es hat geklappt. Soll ich es beim kleinen, beim Ben machen? Komm mal her, Ben. Okay. Mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Ja! Ey, Vorsicht! Ey, du nicht alles daneben, verdammt! Das geht ja alles daneben. Ich weiß schon warum, weil du ein kleiner Junge bist. Moment, wir müssen noch treffen. Sehr schön. Abtropfen, nochmal sauber machen. Herrlich. Oh, ja, fertig. Ach so, abtrocknen, Entschuldigung. Fertig, ihr Lieben. Jetzt geht's schlafen. Komm, einer hier. Komm, hoch. Nicht, bloß nicht runter. So, und du kommst mit mir hierher. So. Gute Nacht. Herrlich. Psst. Nein. Lass mich doch mal schlafen. Au, oh mein Gott. Oh, Waschek. Nein. Ich glaube jetzt langsam. Oh. Der Mama sein ist ganz schön anstrengend. Ja. Aua, ich muss weg. Schaffst du das? Ja, ja. Oh. Ja, aller Anfang ist schwer. Laufen will gelernt sein. So ein kleines Bärenbaby muss das auch mit. Muss das auch erstmal lernen, das mit dem Laufen. Na, Schnuckeln funktioniert super, ich weiß. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das waren die ersten Schritte.
Bravo. Anfang Juni ist alles grün ums Haus. Die Katze hat Nachwuchs bekommen. Und Lilly und Ben sind jetzt gut 3 Monate alt. Nichts ist mehr vor ihnen sicher. Lilly und Ben zerlegen alles. Es wird Zeit für eine große Veränderung. Die Bären brauchen mehr Raum. Leute, aufgepasst! Vorhang auf für Lilly und Ben! Nach 54 Tagen verlassen Lilly und Ben zum ersten Mal Wascheks Haus. Bühne frei. Zu Lilly und Ben. Waschek, warum sind Sie so schüchtern? Das ist das Nest. Logisch. Das Zuhause, das Haus von Waschek ist Ihr Nest. Da fühlen Sie sich wohl und sicher. Und das hier ist ja völlig neu für unsere Bären. Oh, jetzt klappt's. Vorsichtig. Ganz vorsichtig, aber sie kommen. Lilly ist mutiger. Sie traut sich schon. Lilly. Apport Paula. Nee. Also, Waschek, gehen wir los, oder? Dämme. Dämme. Betty, oh! Betty! Betty holt ein! Paula! Holt! Nein! Dritter! Dämme. No pojď, dämme. Dämme. Einfach so ohne Leine mit 2 Bären im Wald? Da muss Waschek seine ganze Erfahrung ausspielen. Doch die Bären folgen ihm, denn er spricht die Bärensprache. Waschek. Was heißt das? Komm. Oh, Achtung. Achtung! Ah, okay. Uff, heißt Achtung. Und gibt's noch mehr? Nö.
Große Achtung. Oh, das heißt große Achtung, also groß vorsichtig sein, ne? Und dann? Dämme, dämme. Heißt, kommt, kommt. Ja, funktioniert. Ben. Lilli, Pott, komm mal her. Oh. Boah, ich glaube, die haben schon wieder Hunger. Oh. Ja? Nee? Oi. Da wird protestiert. Okay. Also unsere Bären versuchen jetzt manchmal schon zu beißen und Waschek zeigt ihnen, dass das nicht geht, ja? Und deswegen kriegen sie einen hinter die Ohren. So wird's die Bärenmama auch machen. Lilli und Ben haben die große Freiheit entdeckt und können nicht genug davon bekommen. Zwischendurch eine kleine Rauferei. Das ist wichtig, denn als Bär muss man sich unter Artgenossen durchsetzen. Die beiden haben den ganzen Tag getobt und jetzt sind sie bärenmüde. Und nicht nur sie. Tja, wir sind halt echte Bäreneltern. Im Juli blüht der Mohn auf den Feldern und Lilli und Ben sind richtige Teenies geworden. Die meisten Tierkinder, die im Frühling geboren wurden, sind jetzt schon so groß, dass sie alleine den Wald erforschen. Bären aber sind wie wir Menschen lange auf die Hilfe und Erziehung der Mutter angewiesen. In der Natur bleibt die kleine Familie 1,5 bis 2 Jahre zusammen. Ob wir das auch schaffen werden? Täglich machen Waschek und ich lange Spaziergänge mit Lilli und Ben. Sie sollen so aufwachsen, als ob sie eine Bärenmutter hätten und keine Menscheneltern. Es bleibt nicht aus, dass die beiden auch anderen Tieren begegnen. Denn hier im Böhmerwald ist die Natur noch in Ordnung. Eine Wildschweinbache mit 2 Frischlingen. Der eine ist noch recht klein, aber abenteuerlustig. Waschek und ich machen eine Flusswanderung mit Lilli und Ben. Da schlagen sich die beiden in die Büsche.
Ein Frischling hat sich auch von seiner Mutter entfernt. Und so treffen die großen Bären und das kleine Wildschwein aufeinander. Ich traue meinen Augen nicht. Ben hat Angst vor dem Frischling und flüchtet auf einen Baum. Erst als die Luft wieder rein ist, kommt er runter. Der Respekt vor Wildschweinen muss den Bären angeboren sein. Denn eine Wildsau kann sogar großen Bären gefährlich werden. Heute ist ein besonderer Tag für die Bärengeschwister. Sie bekommen ihr eigenes Haus in Wascheks Garten. Wascheck serviert ihnen ein Willkommensessen, damit der Auszug aus unserem gemeinsamen Wohnhaus nicht zu schwer fällt. In der Hütte ist ein gemütliches Strohnest und viel Platz. Lilly und Ben fällt gar nicht auf, dass sich die Tür schließt und sie plötzlich alleine sind. Sie kuscheln aneinander und schlafen sofort ein. Nacht allein fordert ihren ganzen Mut. Am nächsten Morgen machen sie so laut Rabatz, dass Wascheck es bis ins Haus hört. Aber sobald er da ist, ist alles vergessen. Morgentoilette. Ich mach mit! Yeah. Oh. Ach, guckt euch mal das Wasser an. So braun wie unsere Braunbären. Paula? Ja? Putzen. Na klar. Wascheck, fertig. Nein, Stroh. Fertig, Wascheck. Nein, in die Hütte. Mundtusche. Mundtusche. Oh. Nein, 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 nein. Ah, herrlich. Herrlich. Wow, puh. Ja. Wie jeden Tag machen wir einen Spaziergang.
kommen an einem Bauernhof vorbei. Da hockt die Beute der Bären hinterm Zaun. Ziegen. Ob das gut geht? Lilly und Ben inspizieren den Zaun und die Tiere dahinter genau. Doch es führt kein Weg zu ihnen hinein. Und dann sind die beiden auf einmal weg. Das kommt jetzt häufiger vor, denn sie werden immer selbstständiger. An einer Lichtung mit vielen Blumen stehen Bienenstöcke. An den Einfluglöchern geht es zu wie auf einem überfüllten Bahnsteig. Und in dem Trubel passieren auch mal kleine Unfälle. Lilly! Ben, Ben! Mir sind die Bären ausgebüxt. Ich vermute das Schlimmste. Und es bewahrheitet sich. Hey, komm weg, Lilly Ben. Hallo, was ist denn los? Es tut mir echt leid. Die sind noch total klein, die können nichts dafür. Es tut mir leid. Aber das ist Problem für mich. Mit Honig verdiene ich mein Geld. Ja. Lilly, jetzt Ben, stopp. Nein. Das ist okay. Das ist okay. Ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Okay. Ah, ja. Gut, dass die Bienenstöcke, die Lilly und Ben zerstört haben, leer waren. Jetzt sammeln die Bienen die Reste ein. Kurz darauf finde ich die beiden Rabauken an einem Ameisenhaufen. Was so wild aussieht, macht allen Bären großen Spaß. Sie parfümieren sich mit der Säure, die die Ameisen zu ihrer Verteidigung versprühen. Mit diesem starken Parfum wehren sie Ungeziefer ab. Außerdem suchen sie nach leckeren Ameiseneiern und den Larven der Rosenkäfer. Sie machen das instinktiv, ohne dass wir es ihnen gezeigt hätten. Niemals würde ich in einem Ameisenhaufen herumstochern. Wildtiere aber dürfen das. Schlimmes Unwetter naht. Es schüttet wie aus Kübeln. Waschek und ich suchen Schutz im dichten Unterholz. Wieder verlieren wir Lilly und Ben.
Innerhalb kurzer Zeit wachsen die Bäche im Wald zu Flüssen heran. Ben schafft es gerade noch ans andere Ufer. Für die schwächere Lilly ist das Wasser zu reißend geworden. Sie muss einen anderen Weg finden. Mit letzter Kraft erreicht sie Ben. Erschöpft nuckeln beide an ihren Pfoten. Das ist wie Daumenlutschen bei uns Menschen. Lilly, Benne, heute. Endlich finden wir sie wieder. Waschek und ich sind erleichtert. Heute ist ein herrlicher Sommertag und Lilly, Ben und ich, wir gehen jetzt Kirschen essen. Also Kirschen schmecken nicht nur uns, sondern auch unseren Beeren. Man muss nur aufpassen, wenn man zu viele davon futtert, dann gibt's Bauchweh. Hast du die verschluckt? Oh. Nicht spucken jetzt. Ich glaube, der saß fest. Nee. Hilfe! Was ist das? Das ist lecker. Du musst das grillen. Hier, guck mal, rein ins Feuer. Ja, das ist schon gut, Waschek. Ja? Mhm. Oh, das ist heiß. Vorsicht. Ja. Ha? Ja. Ich bringe tschechische Wurst. Okay. Nein, nicht den ganzen Topf hier. Psst. Nein, pass auf. Das ist nichts für Bären eigentlich. Waschek! Also uns schmeckt's. Das ist nicht für Bären, passt auf mit dem Feuer. Ah, Waschek. Oh, ja, ich sag's dir. Manu, ja, jetzt tut die Nase weh. Ja. Was ist süß, was? Waschek, wie lange können die Bären eigentlich noch bei uns bleiben? 3 Monate. Oh, echt? Und hast du einen Platz, den du dir wünschen würdest für die Bären? Ja, in die Natur. Ja, das wäre natürlich am allerschönsten. Aber wir wissen jetzt ja schon, dass das nicht geht, weil die Bären sich einfach zu sehr an den Menschen gewöhnt haben. Und wenn wir sie abgeben müssen in 3 Monaten, bist du traurig? Ja. Ich auch. Ja.
auch wenn sie manchmal ganz schön viel Quatsch anstellen. Ich werde auch traurig sein. Es wird allmählich Herbst. Die Hirsche sind in der Brunft und suchen einen Partner. Und wir müssen dringend ein neues Zuhause für Lilly und Ben finden. Richtig gute Neuigkeiten, ne Waschek? Wir haben ein Gehege. Für Lilly und Ben. Und zwar ein richtig schönes neues Zuhause. Und das zeigen wir euch jetzt. Komm. Waschek, hier haben sie genug Platz und alles, was sie brauchen. Ja. Hm? Guckt mal hier. Dieses Gehege wird extra für unsere zwei Bären gebaut. Und mir ist dazu auch noch was eingefallen. Meine Spezialfutterrolle für Bären. Super Platz hier. Hier habe ich zwei Bäume und die brauche ich jetzt auch. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Jetzt muss das nämlich noch um den anderen Baum rumgetüdelt werden. Soll ja auch halten. So, ich fülle meine Bärenrolle jetzt mit Bärenleckerlis. Mal gucken, ob Lilly und Ben wissen, wie sie rankommen. Lilly, Ben! Botsch, 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 botsch. Guck mal hier, was ich hier Feines für euch habe. Guck mal hier, guck mal hier. Oh, in die, ja! Ui. Ja, ja, trau dich, ja, trau dich. Nee, ich komm nicht mit. Du musst alleine. Das musst du alleine machen. Los, auf geht's. Oh, köstlich. Lecker, 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 lecker. Schau mal. Also, Ben, du bist der Mutigste überhaupt sonst. Und jetzt hast du Angst vor dieser Rolle. Guck mal her. Guck mal her. Komm her, komm, komm her, komm. Und noch ein Stückchen dichter ran. Ja, noch ein Stückchen. Schau, ich habe meine Hand da auch. Ja. Du jetzt auch ein Stückchen dichter noch ran. Das geht schon noch ein Stückchen. Ja, nee, nee, geht schon noch nicht hier haben wollen. Ja. Jetzt brauchen wir noch mehr. Ja, hier. Komm her, komm her, komm her. Jetzt aber hier. Nein, au, 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 au. Ah, nicht mein Bein. Ich fass es nicht. Naja, ist auch eine 1er Schaukel, das Ding hier. Ui! Botsch, botsch! Lilly Ben! Lilly Ben! Tja, wenn die beiden nicht schaukeln wollen, dann vielleicht Pilze suchen? Oh, Waschek? Ah! Oh. Ja, nee, 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 ich weiß. Das ist ein Fliegenpilz und den können wir nicht mit in unsere Pilzpfanne tun, ne? Aber hübsch ist er, oder? Paula! Wow! Ich bin Weltmeister im Pilzen. Ja, echt, wer so Riesenpilze findet, ist echt ein Weltmeister. Hey, guckt euch den mal an. Der ist riesig. Ha! Das ist ja eine Pfanne alleine, dieser Pilz. Toll.
Normalerweise müssen wir Lilly und Ben rufen, damit sie zu uns kommen. Heute nicht. Ob sie wohl spüren, dass wir bald Abschied nehmen müssen? Oh ja. So, ihr Banjero. Boah, das findet aber jemand total schön gerade. Ja. Unser letzter gemeinsamer Ausflug führt an einen Waldsee, in dem viele Fische leben. Bären lieben das kühle Wasser. Und als es zu regnen beginnt, haben sie erst richtig viel Spaß. Und ich? Mal sehen. Es regnet gerade ein bisschen und das ist super zum Fischen, weil die Fische denken, dass es Mücken auf der Oberfläche sind, die Regentropfen, die von oben kommen. Also ich versuche mein Glück mal. Eins, zwei, drei! Also ich bin nicht wirklich ein Angelprofi. Und jetzt warte ich mal, oder? Angler warten doch einfach. Zum Fisch gibt's heute Gemüse. Oh nein! Au, au! Nicht beißen, nein! Verdammte Kiste. Nein! Das hat ja super funktioniert. Also ich fürchte, das wird heute nichts mit dem Fisch. Aber ich habe da eine Idee. Wer denkt, dass Bären reine Fleischfresser sind, hat sich getäuscht. Lilly und Ben jedenfalls fressen am liebsten Blätter, Gras und Früchte. Fleisch oder Fisch sind nur eine willkommene Beilage, doch trotzdem sehr beliebt. Ich habe mir ja schon gedacht, dass ich kein Glück beim Angeln habe und habe was mitgebracht. Ganz schön glitschig. Bärenstark auf jeden Fall. Hey! Oh nee! Leute! Okay, ich gebe auf. Hol ihn raus. Es sind zum Glück vier Stück drin. Schnell weg damit, in Sicherheit. Na also, geteilt wird auch zwischen Geschwistern nicht. Ben bringt seine Beute in Sicherheit. Die kleinere Lilly hat das Nachsehen. Und ich zeige meine Beute Waschek. Paula. Waschek, Waschek. Was gefangen? Na klar. Guck mal. Oh. Oh, das sieht ja spannend aus. Boah, nicht, dass es hier gleich... Ah, okay. So. Wir machen Feuer, um die restlichen Fische zu grillen. Eine letzte gemeinsame Mahlzeit mit Lilly und Ben. Mmh.
Festen mal. Ey, 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 oh, Waschek, Waschek. Nein, nein, nein. Nee, ja, nicht alles jetzt. Ben schnappt sich natürlich mal wieder den größten Brocken und haut ab. Ist gut? Also ich finde ja, Ben und Lilly haben sich das echt verdient, weil es sind einfach die allerbesten Bären auf der ganzen Welt. Es bleibt zwar nichts mehr für uns übrig, aber das ist nicht so schlimm. Die beiden verputzen alles. Sie merken, es wird allmählich kälter. Und wer ein richtiger Bär ist, braucht zum Überleben einen Winterspeck. Lilly, Ben! Dämme, dämme! An ihrem Lieblingssee planen wir noch eine Bootspartie. Schon lange vor uns sind die beiden da und gucken, ob der Kahn auch wirklich schwimmt. Vorsicht, ich komm! Es fehlt noch ein Bär! Nein! Oh no! Tschüss, Lilly! Ciao! Im Fahren war halt ohne dich, hast du Pech gehabt! Schnell, au! Schnell! Ja! Schnell, schnell! Not bad! Jetzt sind alle an Bord und jetzt geht's los. Durst. Ist das nicht wunderschön? Herrlich. Komm hier. Ja, hier. Ein Stück Pilz. Ja. Ah. Waschek? Meinst du, im neuen Gehege kümmert sich auch jemand so gut um die Bären wie hier? Ja. Ja? Ja. Glaubst schon? Da bin ich beruhigt. Oh, und können wir sie eigentlich immer besuchen? Immer. Immer? Immer. Super. Also, auf geht's nach Hause. Super. Au! Ah! Ey! Nein! Ey, jetzt gib mir das. Moment, weg, weg. Das ist meins, das ist meins. Das ist. Ah! Au, au, au! Uah. Oh nein, wir treiben ab! Okay, Ben, Lilly, an Land. So, hier, ha! Schnell, schnell! Bitte, nimm mal. Watch. Waschek, wie schwer sind unsere Bären? Oh, 40 Kilo. Oh, 40 Kilo. Echt schon ganz schön schwer. Und wie schwer werden die? 300 Kilo. 300 Kilo. Puh. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In der Natur würden sie jetzt mit ihrer Mutter einen hohlen Baumstamm suchen und sich beim ersten Schnee zur Winterruhe legen. Eng an ein wärmendes Fell gekuschelt und mit Milch versorgt. Erst im Frühjahr würden sie ihr Versteck wieder verlassen. Vielleicht könnten Lilly und Ben sogar alleine in der Natur überleben. Doch das wäre zu gefährlich. Sie würden immer die Nähe des Menschen suchen. Da sie an uns gewöhnt sind, wären sie für Fremde eine Gefahr. Es bleibt nur eine Möglichkeit: die Burg Totschnig. Mit dem extra für die Bärengeschwister gebauten Gehege. Und das ist eine gute und richtige Entscheidung.
Im Abendnebel noch ein letzter Spaziergang mit Lilly und Ben. Fast ein Jahr waren wir nun zusammen. Waschek und ich haben so viel von den Bären gelernt. Wir wissen jetzt mehr über ihre Instinkte und wir erkennen an ihrem Verhalten, in welcher Stimmung sie sind und können das einschätzen. Bären sind sehr vorsichtige Tiere und fliehen vor allem Unbekannten. Haben sie aber Zutrauen gefasst, so können sie auch Freunde von Menschen werden. Doch eins ist klar, Bären sind wilde Tiere und werden deshalb immer unberechenbar bleiben. Und ein Bär, der einen Menschen zum Freund hat, wird nie mehr in Freiheit leben können. Ich hab was vergessen. Moment. Nee, to nejde. Ja muss sem. Dočte. Paula. Check! Warte! Hanna ist die Kastellanin der Burg und wartet schon. Sie ist die neue Mutter von Lilly und Ben. Hoi, Hanna! Oh. Was hast du geschenkt für Lilly und Ben? Oh, schade, nicht für mich. Schade. Oh, das ist ja toll. Ja, dann holen wir sie, würde ich sagen, oder? Ja. Auf geht's. Na, potem. Ono už tam nebaví. Ale no jo, baví, no jo. No jo. No. Dvere. Pojď, jdeme. Jdeme, jdeme. Pojď, jdeme. Jdeme, jdeme. Poběž. Pojď. Ich glaube, ihm gefällt schon richtig gut. Lilly und Ben haben jetzt ein großes und abwechslungsreiches Gehege, in dem es wie in der Natur immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Deshalb habe ich auch meine Rolle mitgebracht. Ben, komm. Nicht ziehen, schieben. Wir hängen es dir auf. Also. Du bist doch kein Babybär mehr. Komm. Ja, ist das lecker. Komm. Nee, im Sitzen funktioniert's nicht. Ja. Nee, die Nummer zieht nicht. Brauchst. Nee, jetzt gar nicht hier auf süß tun. Komm, komm, komm. Hey, du bist ein Bär. Ben, du bist ein Bär. Wow. Groß und stark. Ja, los. Tada! Tada! Danke! Guck hier! Ja! Genau so funktioniert's! Genau so! Ja! Boah! Lilly und Ben sind angekommen. Und Hanna ist die perfekte neue Mutter. Jetzt schon. Okay.
Also ich glaube, jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Ben, komm, wo ist Lilly? Gehen wir Lilly suchen. Komm, Ben, komm, komm, komm. Komm, Ben, komm, komm, wir suchen Lilly. Komm, komm mit, komm, komm, komm. Hey, nicht beißen. Zeit, Tschüss zu sagen. Ja, ihr seid groß genug. Jetzt könnt ihr alleine leben. Tschüss, mein Ben. Ich komme dich besuchen. Ja, tschüss, mein Ben. Hey, was machst du da? Oh Mann, ich werde dich vermissen, ehrlich. Lilly, pass auf dich auf. Tschüss, großes Mädchen. Tschüss. Tschüss. Nee, jetzt ist Tschüss. 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 Oh. Werden Bären, erst klein, dann bärig groß. Ihr kennt sie aus den Märchen, Filmen und dem Zoo. Sie toben viel und raufen, sie streifen durch den Wald. Durch ihren dicken Pelz, nie wird es ihnen kalt. Für Honig tun sie alles, ja, sie lieben ihn.